eine spezielle Person zu verändern. Ist das möglich? Darf ich das? Wie geht das? Warum willst du das überhaupt? Auf all diese Fragen will ich jetzt hier in diesem Video eingehen. Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei einem riesengroßen Video heute auf meinem Kanal Divine Design Manifestation. Mein Name ist Patricia Dender, ich bin die Begründerin der Divine Design Reise und mein absolutes Anliegen ist, dass du das großartigste, größte, wunderbarste, erfüllteste Leben überhaupt lebst. Ja, in diesem Video geht es mal wieder um die spezielle Person. Die spezielle Person, die uns so unter die Haut geht, die uns so leiden lässt, die so viel Schmerzen hinterlässt, weil es ihr Job ist, uns darauf aufmerksam zu machen, wo wir noch vollkommen falsch gewickelt sind. Weil es die Aufgabe dieser speziellen Person ist, uns noch hier tiefer in uns hineinzuführen, um zu sehen, was es wirklich bedeutet, dass wir einziger Schöpfer unserer Realität sind, dass wir unsere Realität sind und dass es keine Realität außerhalb von unserer Vorstellungskraft, von unserem Seinszustand überhaupt gibt. Alles kommt aus uns. Lass dich überraschen von diesem längeren Video. Schau unbedingt bis zum Schluss. Like und teile es bitte schön. Kommentiere und vergiss nicht, es geht nicht nur um Konsumieren, sondern es geht um das Ganze zu leben. Über diese Welt zu gehen als diese Divine Design Identity, als die du wirklich gedacht bist. Mit der Kraft, die uns als menschliche Wesen hier auf Erden gegeben worden ist, können wir alles, aber auch alles manifestieren. Wie manifestieren wir? Kurz zurück zu den Basics. Wir manifestieren das, was für uns wahr, richtig und überzeugend ist, wovon wir ausgehen, was wir glauben, wie die Dinge sich entwickeln, was wir befürchten, wovor wir Angst haben. All das manifestiert sich als unsere Realität. Dagegen können wir nichts tun. Wir manifestieren so. Alles, was du da draußen siehst, alles, was in deinem Leben ist, hast du manifestiert. Das heißt, du hast es interpretiert. Du hast diese Formen, diese Symbole, die da draußen in deinem Leben sind, aus deiner Sichtweise, aus deinen Ansichten und Perspektiven interpretiert. Und deswegen sind sie für dich so, wie sie sind. Und insbesondere bei Menschen ist es so, dass sich Menschen genau deswegen, weil du sagst, die sind so, sie haben ADHS, sind krank, sind gestört, sind unzuverlässig, sind rücksichtslos, sind nicht an mir interessiert, was auch immer. Jeder Mensch ist genau so, wie du ihn beschreibst. Und das passiert unbewusst in den meisten Fällen. Und es muss aber bewusst passieren. Und es kann nur bewusst passieren, wenn du dir bewusst bist über diesen Prozess, über dieses Prinzip, über dich in deiner Kraft, Macht und Power, wie du manifestierst durch all das, was in deinem Kopfe passiert. Und nicht, was vor deine Augen kommt, nicht, was in deine Emotionen kommt. Du manifestierst das, was in deinem Kopf ist. Und natürlich korrelieren deine Emotionen und deine Gefühle mit dem, was im Kopf ist, weil der Körper ist das Erste, was deine Gedanken und Ansichten manifestiert als Gefühle und Emotionen. Und genau hier liegt der Knackpunkt, weil
Wir fühlen uns schlecht, wir fühlen uns traurig, ängstlich, was auch immer. Aber der Ausgangspunkt ist eine Story, eine Ansicht. Es sind Gedankenkonstrukte in unserem Kopf, die sich dann als Ängste, als Sorgen, als Zweifel, als Unsicherheit, als Nervosität manifestieren, sozusagen, die dein zentrales Nervensystem dysregulieren. Und das ist jetzt ein dysreguliertes zentrales Nervensystem, zeigt einfach die Angst, die in deinem Kopf ist, in deinen Gedanken ist. Das spürst du dann. Und deswegen reicht es auch nicht nur, dein zentrales Nervensystem immer wieder zu regulieren. Ja, regulieren heißt ja immer, ich muss immer regulieren, sondern hier geht es darum, dass du in einen stabil regulierten Zustand kommst, weil du nicht mehr in einer Welt lebst, wo Dysregulation stattfindet, wo du dich durch Ansichten, Sichtweisen dysregulieren, beängstigen, zweifeln lassen lässt, dass du wirklich eine Frau wirst, eine Frau bist, ein Mann bist, ein Mensch bist, der sich langfristig nicht aus der Ruhe lassen bringt, kommen lassen bringt, der stabil ist, weil er weiß, wer er ist, weil du deine Divine Design Identity kennst, weil du weißt, wer du bist, dass du wirklich in Wahrheit absolute, perfekte Liebe bist und weil du gelernt hast, als perfekte Liebe zu denken und die Welt und deren Menschen da drin in ihrer Perfektion zu erkennen. Und genau dann werden diese Menschen in ihrer Perfektion in deiner Welt auftreten. Es ist deine Welt. In deiner Welt sagst du, was ist. Sagst du, wie sie ist. Und das ist das Allerwichtigste, was du begreifen musst, dass alle Komponenten sich nach dir richten. Und weil das so ist, musst du dich so richten, dass die Komponenten sich so richten, wie du sie haben möchtest. Das ist das Gesetz der Reflexion. Das ist das, was Neville Goddard sagt. Everyone is you pushed out. Alles ist das, was du aus dir rauslassen kannst. An Mentalität, an Ansicht. Und genau da liegt deine Macht und deine Kraft und deine Power, dass du weißt, dass nichts, was du siehst, wirklich so sein muss, wie du es bis jetzt gesehen hast. Du weißt, du kannst Dinge und Situationen anders sehen. Und zu lernen, Dinge und Situationen so zu sehen, dass sie dementsprechend, was du möchtest in Wahrheit, und das ist Erfüllung, das ist dich erfüllt fühlen, das dich gut fühlen, dich richtig fühlen, dich sicher zu fühlen, dich glücklich zu fühlen, dich geliebt zu fühlen und zu lieben. Ich nenne das Divine Design, das heißt, als Liebe zu leben. Und genau das wollen wir alle. Aber wir haben so viele Dinge in unserem Kopf, so viele Geschichten in unserem Kopf, so viele Ansichten in unserem Kopf, so viele Verletzungen und Überzeugungen im Kopf, die uns keinen Zugang erlauben zu bedingungslosen Liebe, zu unserem Divine Design, Soul Blueprint, dass der Kern in uns ist, dass unsere Wahrhaftigkeit ist und das ist reine, pure Liebe. Und wenn wir lernen, aus dieser Identität heraus zu leben, dann haben wir Menschen, die uns lieben, die uns respektieren, die uns haben wollen, die uns in ihrem Leben möchten, die mit uns zusammen sein möchten, die mit uns reden möchten, die sich mit uns austauschen möchten, die mit uns eine Traumbeziehung leben möchten. Aber genau darum geht es,
Diese Traumbeziehung muss zuerst für dich in deinem Kopf real sein. Die muss für dich da sein. Sie muss dir entsprechen. Du musst es dir vorstellen können, mit diesem Menschen, den du haben möchtest in deinem Leben, diese Traumbeziehung zu leben. Und du musst dir gleichzeitig vorstellen können, dass du diese Traumfrau bist und als diese Traumfrau eine Mentalität dieser Traumfrau in dir zu tragen und gleichzeitig eine Gefühlswelt dieser Traumfrau in dir zu tragen und nicht als Reaktion auf einen äußeren Umstand, auf eine Situation, auf Worte, auf Geschichten, auf Vergangenheit, sondern du bist diese Traumfrau für dich, weil du dich so wohl fühlst als Traumfrau, als deine Traumfrau, als deine Traumperson, als die Person, mit der du am allerliebsten das Leben verbringen möchtest. Und da musst du hinkommen. Und da bist du ja schon lange reingeboren. Deswegen geht es hier darum, genau diese Sachen, diese Ansichten, diese Ängste loszulassen, die dir immer wieder sagen, es ist etwas falsch an mir, ich habe etwas falsch gemacht, ich werde abgelehnt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht so gewollt. Und genau das sind diese Dinge, die dir im Außen gezeigt werden. Und genau deswegen hast du auf dieses Video geklickt und hast gesagt, ich möchte eine spezielle Person verändern. Weil wenn diese spezielle Person zu mir anders ist, dann fühle ich mich anders und dann bin ich auch anders. Und so rum geht es nun mal nicht nach den Prinzipien unseres Universums, nachdem eben draußen mir gezeigt wird, was ich über mich denke, wie ich mich fühle und was ich über die andere Person denke. Und so funktioniert nun mal das Universum. Und dieser Drang, jemand anderen zu verändern und anders haben zu wollen, der ist natürlich so, so groß, weil unser Verstand sieht ja, weil das so ist, fühle ich mich so. Weil das so ist, tut mir das weh. Weil das so ist, fühle ich mich nicht angenommen, fühle ich mich abgelehnt, fühle ich mich nicht gehört, fühle ich mich nicht verstanden, weil da so viele Menschen sind oder auch nur eine einzige spezielle Person, die mir das eben nicht widerspiegelt, meinen Wert und meine Wichtigkeit und mein Verstandensein. Und diese einzige Person, die suche ich dann immer wieder, weil die hat den Job, mich darauf aufmerksam zu machen, dass ich in mir dieses Unheil richten muss, diese unheilen, diese wehtuenden, schmerzenden Ansichten, die ich aus der Kindheit natürlich übernommen habe, weil ich so aufgewachsen bin, weil ich das erlebt habe, immer wieder weitergetragen habe und weil das mein Human Design Blueprint ist, wo immer wieder davon ausgeht, dass ich nicht unterstützt bin, dass ich nicht geliebt bin, dass man mich so nicht will, dass man mich kritisiert, damit, dass man mir immer wieder zeigt, wie nicht gut genug ich bin, wo ich falsch bin, dass man immer wieder Finger in die Wunde legt, dass ich bestraft werde mit Nichtachtung oder mit blockiertem Kontakt und so weiter und so fort. Das ist so ein ganze Pool an Auswahlmöglichkeiten, wie unser menschlicher Verstand gestrickt ist, unser menschliches Design funktioniert. Und das werde ich immer wieder im Außen sehen. Und meine spezielle Person, meine große, große Liebe, die habe ich mir ausgewählt dazu, weil sie ist quasi mein Soul-Spiegel, mein Seelenspiegel, um mir immer wieder zu zeigen, wo bin ich noch nicht eins mit meiner Seele, mit meiner Liebe, mit meiner Wahrhaftigkeit, mit meinem Divine Design? Wo glaube ich noch, dass ich falsch bin? Wo glaube ich noch nicht an meine Perfektion? Wo glaube ich noch nicht daran, dass ich Liebe bin, dass ich gewollt bin, dass ich genauso gut und richtig bin, wie ich bin? Wo erlaube ich mir noch nicht, authentisch zu sein? Und das ist dieser Schmerz, dieser tiefe, tiefe Schmerz, der zum Vorschein kommt, wenn du mal unter die Decke deiner Ängste tauchst und siehst, was du so, so sehr vermeiden möchtest. Und da ist deine Schatztruhe. Da ist die Schatztruhe
für deine Veränderung, die nachher nach dem Gesetzprinzip der Reflexion dein Außen verändert, deine Realität verändert und auch deine spezielle Person verändert. Und du kannst niemanden verändern durch Manipulation und Kontrolle. Das wird nicht funktionieren. Das Gesetz, das Prinzip sagst, du veränderst dich, insbesondere dein Denken, insbesondere deine Ansichten. Du richtest sie so aus, dass du in der unsichtbaren, energetischen Welt die Dinge sehen kannst, bevor sie sich manifestieren. Und das ist diese Arbeit. Diese Arbeit, einen Verstand, Sinne zu trainieren, sich nicht mehr am Außen festzuhalten und daraus die Rückschlüsse zu ziehen, daraus beängstigt zu werden, daraus Beurteilungen zu fällen, Bedingungen zusammenzulegen, sondern diese äußere Welt komplett dort sein zu lassen, wo sie ist, weil du möchtest sie so nicht haben. In deine innere Welt reinzugehen, herauszufinden, was sind da noch für Ängste, für Zweifel da, dass ich nicht wirklich tief, tief, tief in meine Liebe, in meine Selbstliebe, Überzeugung und Perfektion meiner selbst reinkomme. Was hält mich noch auf, so, so, so tief in mich hineinzugehen, dass ich mich als alleinige Machtquelle der Macht und Schöpfung aus höchster Liebe, aus dem höchsten, besten Guten anerkennen kann, wo glaube ich noch, dass ich böse bin, dass ich schlecht bin, dass ich schuldig bin, dass ich bestraft werden könnte. All diese Dinge, die sind unter diesen Ängsten und Zweifeln verborgen. Und diesen Schatz, den darfst du heben, um dich selbst zu erheben in ein Leben als Identität, die gewollt und gewünscht und gut und richtig ist. Nicht sich für nichts schämen muss, nichts zurückhalten muss, sondern in voller, kompletter Selbstannahme im Leben steht und damit auch das Leben komplett so annehmen kann, wie es ist, während du aber gleichzeitig für dich eine Realität, eine spezielle Person, viele Personen, ein Business, einfach die ganzen Reflexionen nach draußen so wählst, wie du sagst, die passen zu meinem göttlichen Design, zu meiner göttlichen Perfektion. Das ist meine Traumbeziehung, die wird so gelebt. Das ist die Art und Weise, wie ich kommuniziere mit Menschen. Das ist die Art und Weise, wie ich auftrete. Das ist die Art und Weise, wie ich mich selber trage, wie ich mich selber verkörpere. Und genau darum geht's. Ja, dass ich hier diese Verkörperung habe. Dr. Joe Dispenza nennt es die Kohärenz zwischen Herz und Verstand. Aber diese Kohärenz zwischen Herz und Verstand, auch die wiederum bedeutet nichts anderes, dass ich meinen Verstand ein Denken aufsetze wie mein Herz und wie meine Liebe, wie Gott, wie das Göttliche, wie die göttliche Perfektion, dass ich hier verstehe, okay, ich brauche diesen neuen Mindset, dieses neue Self, dieses God-Self in hundertprozentiger Anerkennung, Kritiklosigkeit mir selbst gegenüber, weil erst dann, wenn ich aufhöre aus dieser alten Denke, aus dieser kritisierenden, bedingten Denke in die pure reine Liebe reingehe, mein Gegenüber, meine Welt, meinen Job, meine Familie, alle Menschen darin in ihrem absoluten liebendsten Licht, in ihrer perfektesten Divine Design Version zu sehen, werden sie mich so zeigen. Das ist der Weg. Und es gibt keine Abkürzung, weil du wirst früher oder später wirst du immer wieder eingeholt. Egal wo, ob es im Business ist, ob es in Beziehungen ist mit deiner speziellen Person, mit deinem Partner. Du wirst immer wieder eingeholt, wenn du diese tiefe Arbeit mit dir, zu dir, für dich in Bezug auf alle Lebensbereiche nicht machst, wirst du mit diesem Bodensatz
alten Schmerzes, der abgedeckelt ist durch Angst, durch Zurückweisung von Dingen, die du nicht haben willst, die dich beängstigen, von Zweifeln, von diesem ganzen Teufelskreis, der nur eins versucht, dich vor dem Schmerz deines Bodensatzes zu schützen. Wenn du aber weißt, dass dieser Bodensatz, dieser Schmerz aus deinem Human Design kommt, der einfach nur noch da sitzt in einem Körper und sich immer wieder bemerkbar macht und sagt, wenn du Divine Design sein willst, wenn du göttliches Design sein willst, wenn du göttliche Perfektion sein willst, dann ist hier aber noch etwas, was aus deinem Menschsein, aus deinem Human Design hier noch in dir lauert und dir immer wieder sagt, lass mal Gott dahinschauen. Lass mal deinen göttlichen Mind dahinschauen und zu sehen, dass da einfach nur alter Schmerz ist, alte Trauer, alte Denkmuster, unter Angst, Zurückweisung, Unnahbarkeit, Schroffigkeit, Unsicherheit lauert. Aber da kannst du nur hinschauen, wenn du zuerst in deiner Macht bist, wenn du komplett weißt, wie dieses Spiel hier läuft, wenn du komplett weißt, wer du bist und wenn du komplett weißt, dass die anderen da draußen nur ein Spiegel deiner selbst sind. Und ganz, ganz viele Coaches, die so etwas Ähnliches teachen, gehen nicht all in mit sich selber, weil da immer noch Menschen in ihrem Leben sind, die sie aufhalten, die sie zurückhalten, die sie unterdrücken und die werden eliminiert mit dem Satz, das ist deren Problem. Aber ich kann dir eins sagen, es gibt niemals, wenn du das Prinzip verstanden hast, wenn du verstanden hast, das Divine Design Manifestationsprinzip, dann wirst du wissen, dass es niemals einen Menschen da draußen gibt, der ein eigenes Problem hat, das nicht deins ist, der eine eigene Ansicht hat, die nicht von dir, dieser Person, übergestülpt worden ist. Ich weiß, es war jetzt viel. Mir ist nur eins wichtig, dass du weißt, welche Schritte zu tun sind, um diese ganze Geschichte nachhaltig für dich zu verinnerlichen und zu transformieren, damit du nicht nachher irgendwie wieder genau diese Sache hast. Dein SP kommt zurück oder er wird besser. Es klappt eine Weile, dann geht's wieder kalt, dann wird's wieder nicht gut, dann ist wieder Sensepause. Im Business geht's mal hoch, dann kaufen die Leute, dann ist alles mal eitel, heitel Sonnenschein, dann wird's wieder schlechter. Das alles hat mit dir zu tun, weil du noch Arbeit zu tun hast, weil da noch Bodensatz ist, der raus möchte. Und dann wirst du keine Blockaden mehr haben, dann wirst du keine Hindernisse mehr haben, dann wird nichts mehr zwischen dir und deiner Manifestation stehen. Dann bist du eins mit deiner Manifestation, dann verstehst du auch, was Einheit wirklich bedeutet. Und aus dieser Kraft und Power, all dieses Wissen, das du verkörperst und in dieser Schöpferrolle denkst, fühlst und handelst, liegt dir die Welt zu Füßen, liegt dir Reichtum zu Füßen, liegt dir Freiheit zu Füßen, liegt dir die Menschheit zu Füßen, insbesondere diese Person, die du so liebst, wird dich genauso zurücklieben, weil du Liebe bist, weil du Divine Design, liebende Perfektion dir erlaubt hast zu sein. Und das ist so ein All-Over-Video. Und wenn du das begreifst, weißt du, dass du jetzt die Ärmel hochkrempeln musst und dich an die Arbeit machen musst. Wenn du das wirklich, wirklich für dich als wahr siehst und sagst, das ist die Wahrheit, die habe ich schon immer vermutet, aber niemand hat sie mir bestätigt. Dann musst du all in gehen, weil du bist die Person, die kreiert und manifestiert dein Mindset, deine Vorstellungen, deine Ansichten, deine Glaubenssätze, deine Zusammenhänge, deine Bedingungen. Da ist ein Riesenwust. Der muss sich transformieren. Das ist wie eine neue Sprache zu lernen. Das braucht Training. Das braucht
dranbleiben. Das braucht Verständnis. Wenn du die Grammatik nicht verstehst einer neuen Sprache, wirst du dich immer schwer tun. Es reicht nicht, Vokabeln zu lernen, Vokabeln zu pauken, sondern du musst die Sprache in dir aufnehmen, damit du wirklich fließend muttersprachlich sprichst. Und genauso ist es, du musst diese Divine Design Ansicht Sprache so verkörpern, dass von deiner alten Identity nichts mehr übrig ist, in dem Sinne, dass da etwas ist, was du nicht bestimmst, was du nicht haben willst. Es ist alles genauso ausgerichtet in deinem Leben, in deiner Beziehung, in deinem Körper, in deiner Gesundheit, wie du es bestimmt hast, wie du es gesagt hast. Das ist der Weg. Den ganzen Weg kannst du mit uns noch gehen. Bis Ende Mai kannst du dich noch anmelden, quasi noch 6 Tage fürs Divine Design Soul Blueprint Programm, wo wir 3 Monate plus wahrscheinlich noch einen Bonusmonat zusammengehen. Wenn du sagst, das ist mir too much, ich traue mich nicht, alles auf einmal zu gehen, dann komm in die Alchemie, die Power der weiblichen Alchemie. Das Programm startet am 3. Juni, geht 4 Wochen. Da gehen wir zumindest mal diesen Bodensatz der Angst an, dass wir hier für dich eine Transformationskraft etablieren, dass du ein Handling deiner Emotionen, deiner Ängste, nenne es Nervensystems, hast, und zwar nicht so, dass du dauerhaft regulieren musst, sondern dass du hier selber schon in diesen Seinszustand eines angstfreien Manifestors, einer angstfreien Schöpferin kommen kannst. Es ist ein Teil des Weges. Es ist nicht der ganze Weg. Es ist, als wie wenn du jetzt bei mir lernst, den, sagen wir mal, im Yoga den Sonnengruß zu perfektionieren auf alle verschiedenen Art und Weisen. Dann kannst du noch nicht Yoga, sondern dann kannst du den Sonnengruß. Genauso kannst du dieses Programm, die Power der weiblichen Alchemie ansehen. Ich empfehle dir, den ganzen Weg zu gehen. Und wenn du Fragen hast, schreib mir. Alles ist auf meiner Seite, mywellfeeling.com, zu buchen. Die Links findest du alle hier unter diesem Video. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Ich weiß, dieses Video war sehr, sehr tief. Aber es war mal wieder nötig, die ganzen Sachen in ein rundes Konzept zu bringen, sodass du verstehst, es geht nie um etwas im Außen, es geht nie um eine andere Person, es geht nur über dich, um dich, um deine eigene Reise, um deine eigene Transformation, wo du sozusagen den menschlich beschränkten Mind, deine menschliche Psychologie, die eben auch wieder in Zusammenhänge, Umstände, Ängste basiert, wirklich auflöst und dich als energetisches Schöpferwesen komplett ermächtigst. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video und bis ganz bald.